sagen, ist aber doch irgendwie ein bisschen wenig an Meteoriten. Na komm, dich will ich auch noch. Ich finde es übrigens ein bisschen seltsam, dass der Meteorit wirklich nur auf die Baumkrone eingeschlagen ist. Irgendwie so Schaden in der Umgebung hat er jetzt nicht gemacht. Scheint wohl irgendwie nur so ein kleiner gewesen zu sein. Oh Gott, wie er einfach alles am Brennen ist. Naja, so bekommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Brauchen wir immer. Gerade für den Anfang. Wir werden auf jeden Fall noch einiges an Kisten brauchen. Ach, verdammt. Fee. Ah, aber an die kommen wir nicht ran. Aber an die. Komm, Fee, komm. Wow! Ach ja, die Feen. Na komm mal her. Kleine. Aber die droppen echt gut, dieses, ja, Shoot-Material. Ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Da können wir später auf jeden Fall noch einige lustige Sachen mit anstellen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, das ist nicht. Na, komm mal her. Oh, critical. Ja. Die Feen. Ich finde das einfach nur so hammergeil, dass die natürlich so spawnen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man die einfach so ja, wegkloppt, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ja, schon irgendwie so ein bisschen schade. Aber na gut, wir brauchen das Material. Wir haben zwei rote Meteoritenjuwelen. Wie geil ist das denn? Da können wir unseren Schild auf jeden Fall um einiges verbessern. Beziehungsweise die Reichweite erhöhen. Denn der Meteoritenschild hat noch eine nette Eigenschaft. Nicht nur die Tatsache, dass der so ein bisschen die Meteoriten von unserem Haus fernhält. Nein, der hat nämlich noch die nette Eigenschaft, sobald er einen Meteoriten abwehrt, sind hier so die Sachen, aus dem der Meteorit aus dem der Meteorit besteht. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Feuerkometen bekommen, dann bekommen wir natürlich die Feuerelemente, oder bei einem Eiskometen bekommen wir halt eben die Eiskristalle, und das ist auf jeden Fall ziemlich nett. Ich glaube, die Meteor. Sind die hier mit dabei? Nee, die Eisdinger sind tatsächlich nicht dabei. Schade. Na gut, macht aber erstmal nichts. Perfekt, wir haben eine Karotte zum Essen. Oh, wir müssen eigentlich mal so ein bisschen unsere Herzen auffüllen. Beziehungsweise, ja. Ein bisschen mehr essen. Weil so langsam geht uns nämlich dann doch die Nahrung aus. Oh. Ah. Ah,
komm her. Du bist nicht Sanae. Du bist, wer bist du eigentlich? Oh. Gold für ein Enderauge. Also, Enderperle. Rinoske. Oh. Okay. Wir brauchen mehr Bambus. Oh, warte mal hier. So. Apfel. Apfel. Na komm, wir ernähren uns jetzt einfach mal so ein bisschen von Gammelfleisch. Bleibt uns im Moment nichts anderes übrig. Du hast temporären Warp erhalten. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Und ich will erstmal ganz kurz nachgucken, was wir denn mit dem Creeper-Herz überhaupt machen können. Eine Hexenrobe. Imprägniertes Leder. Okay, Hauch der Magie. Ach du Scheiße. So fühlt sich also ein End. Okay. Oh, da kann man Schwarzpulver rausmachen. Gefrorenes Herz. Cool bis zum Ansatz. Okay. Oh Gott. Wir haben hier so viele Sachen. Echt faszinierend. So, sortieren wir erstmal so ein bisschen. Shoot-Material. Ja komm, hier können wir das ganze andere Gedöns so ein bisschen reintun. Und wir können die Kisten vergrößern. Alter! Wo war das? Das klang nicht wie ein Meteoriteneinschlag. Das war irgendetwas anderes. Die Frage ist jetzt nur, was? Das würde ich nämlich... Ja, das würde ich eigentlich schon ganz gerne wissen. Also wenn ihr schon irgendwie in der Umgebung Sachen in die Luft fliegen... Wäre es auf jeden Fall nett zu wissen, was und warum. Ah, okay. Okay. Ich glaube, dem werden wir nicht auf die Spur kommen. Also was da in die Luft geflogen ist. Schade. Ah. Oh Gott, unsere Herzen. Nein! Spirit, Spirit. Komm her. Oh, wir müssen nach Hause. Wir sind hier kurz vorm Sterben. Ah, verdammt, verdammt. Oh, komm, kein Skelett. Oh, Gott sei Dank. Wir sind sicher. Oh, komm. Ja, es reicht nicht. Es reicht nicht. Komm, Skelett, sterb. Bitte. Ja, sehr gut. Ja, ist im Moment erstmal egal, ob hier noch so ein bisschen
nicht reife Sachen dabei sind. Wir brauchen einfach Nahrung. So, und wir haben genügend Samen bzw. Weizenkörner, um das Feld wieder komplett neu zu bestellen. Ich weiß gar nicht, sagt man das so heute noch? Ja, eigentlich schon, ne? Bestellen, das Feld bestellt. So, und noch ein bisschen Reserve. Komm, den Knochen holen wir uns. Na, verdammt. Sehr gut. Wir haben Brot. Okay. Hä? Okay, alles klar. Okay. So, Problem gelöst. Gottes Willen, Sachen gibt's. So, Brot. Jede Menge Brot. Oh, wir sind gerettet. Wir haben Essen. So, was kann man aus euch machen? Kristallglas, Kristall. Eis? Okay. Okay, normales Eis. Frozen Iron. Boah, wie cool. Frozen Iron Block. Meteoriten Zeitmesser. Okay. Oh Gott. Das sind schon wieder viel zu viele Sachen. Okay, Werkzeuge. Erhöht Unterwassergrabgeschwindigkeit. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Würde ich mal behaupten. Allerdings haben wir da noch nicht genügend Material für. Aber ich frage mich sowieso, warum ist das Ding da unten abgestürzt? Wir haben doch ein Meteoritenschild. Der hätte doch normalerweise das Ding abfangen müssen. Also normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein anderer Meteorit ist, wofür die Gesetze nicht gelten, aber normalerweise muss ich jetzt schon wieder husten, verdammt. Mein Gott, meine Stimme ist heute echt zum Kotzen. So. Samen. Ja. So, sonstiges. Bum, 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 bum. Ja. Perfekt. Was machen die Sterne eigentlich für Schaden? 0,8. Okay, und die großen? 1,5. Wow. Nicht schlecht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, perfekt. Wir schauen mal eben, ob unser Bambus in der Zwischenzeit so ein bisschen gewachsen ist. Ist er. Sehr gut. Au. Und das heißt, wir machen unsere erste Spellcard. So, da muss ich nochmal gucken. Spell. So. Papier. So, welche war das jetzt? War ja eine Level 1. Genau. Starshoot und Papier. Haben wir da. Hä? Ach komm, ernsthaft. So, wir haben unsere erste Spellcard. Und die testen wir doch direkt mal aus. Da.
können wir natürlich nur hoffen, dass wir die das Glück haben, so ein paar Feen zu treffen, an denen wir die Spellcard mal ausprobieren können. Ah, kommt Feen. Spawned. Das eine. Ah, aber wegen einer direkt die Spellcard zu benutzen, ist eigentlich ein bisschen sinnlos. Ja, komm her, ein bisschen pullen. Ach, komm schon, hier müssen doch irgendwelche Elfen, Feen rum. Achso, das ist nur ein Ladefehler, alles klar. Ich dachte jetzt schon irgendwie, hier wäre alles kaputt. Ach, komm schon, so ein paar Feen. Nein, keine Feen für mich. Warum braucht er im Moment so lange, um die Welt zu laden? Das ist ein bisschen... Oh, nett. Sehr schön. Genau das wollen wir haben. So. Spellcard. Ach so, scheiße, wir brauchen einen Stern. Was zum Teufel? Ah. Nein, nein. Boah, die machen aber auch... Aua. Ja, da kommt der erfahrene Toho-Spieler hier ziemlich gut zum Einsatz. Um Gottes Willen. Aua, 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 aua. Was zum Teufel? Da kommen wir überhaupt nicht ran. Okay, alles kein Problem. Ich habe das unter Kontrolle, denke ich. Ah. Okay, jetzt fahren wir härtere Geschütze auf. Nice. Komm, Starshot. Gott, das macht auch nur eins Schaden. Warum? Hehe. Na komm, du auch noch. Sehr gut. Ah, oh, wir hatten keine Sterne dabei. Warum? Ah, die können wir aber auch nicht so bauen. Das ist ein bisschen... Ja, scheiße. Ich wollte die Spellcard benutzen. So, warte mal. Braucht 20 Level und Drawing One Star. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Star? Reichen die kleinen oder reichen die großen? Nee, andersrum. Reichen die kleinen oder brauchen wir die großen? Wir probieren es einfach mal so. Okay. Ja, Meteoritenschild, danke. Boah, das macht einen total paranoid, das Ding. Oh, komm, ein paar Feen. Komm. Nach einer. Ich will nicht eine haben. Gib mir mal ein paar mehr. Na, direkt reingerannt, auch nicht schlecht. Ja, jetzt wird es auch noch dunkel. Ah, so schön die Feen auch sind, aber die haben leider einen Nachteil. Die spawnen nicht in der Nacht. Okay, du hast noch den. Ah, aua. Ah, den Lasershot hast du. Das lag mir auf der Zunge.
So, ab ins Bett. So. Jetzt will ich aber die Spellcard ausprobieren und wenn wir die ausprobiert haben, erstmal wieder eine kleine Pause. Mittlerweile dürfte das auf jeden Fall erstmal eine Aufnahme reichen. Na komm, Feen. Ich will ein paar Feen haben. Gebt mir Feen. Komm. Ah, das ist aber nur einer. Ich hätte ganz gern so ein paar mehr. Okay. So, machen wir uns auf den Weg nach unten. Das Schöne ist, die verfolgen einen so schön. Na komm. So, ihr auch noch. Und dann wird eine Runde gepult. Aua. So, Spellcard. Warum gehst du nicht? Wow. Oh. Ah, das kann doch nicht sein. Jetzt will ich mal gucken. Star. Aua. Warum hat das nicht funktioniert? Drawing one stars. Nee. Ich verstehe das irgendwie nicht. Warum kann ich die Spellkarte nicht benutzen? Ich glaube, da werde ich mal noch so ein bisschen nachgucken, an was das liegt. Und da zeige ich dann die Karte ganz einfach beim nächsten Mal. Kann doch nicht sein. Braucht 20 Level. Okay, die haben wir. Die haben wir definitiv. Miracle Power 0%. Was hat das schon wieder zu bedeuten? Okay, ich glaube, dafür brauchen wir... Ne, keine Ahnung. Aua. Oh, nice. Ja, ich müsste fliegen können. Ah, aua. Nice. Das Schöne ist natürlich, dass die ganzen Feen auch wunderschön Erfahrungskügelchen droppen. Das heißt, wir können uns an den Dingern wirklich sowas von hammergeil aufleveln. Was war das? Ich habe gerade irgendwie sowas hochfliegen sehen. Oh Gott. Ja, paranoid, ich sag's ja. So, sortieren wir das... ja, sortieren wir das Ganze erstmal noch so ein bisschen ein. Boah, wir haben richtig gut gefarmt hier. So läuft das doch. So, das packen wir hier rein. Und das ganze andere Gedöns hier rein. So, perfekt. Spellcard-Items, was zum Teufel?
Kann man da hier irgendwas machen? Nee. Oh Gott, ich glaube, da muss ich mir tatsächlich mal den Wiki dazu mal vernünftig durchlesen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wofür die Bomben jetzt hier genau... Obwohl, nee, warte mal, Bomben? das will ich jetzt doch nochmal ausprobieren. Das sind ja eigentlich Bomben aus dem Toho-Game an sich. Normalerweise müssten wir die mit Rechtsklick benutzen können, denke ich. So, schauen wir mal. Ach, hier haben wir nochmal, Rinuske. Was hast du? Ach so, du bist das, du bist dieselbe. Okay. Dieselbe mit der männlichen Stimme. So, Feen, kommt mal her. Ich gebe nicht auf. Aua. Boah, Zombies, geht mir doch jetzt nicht auch noch auf... Geht mir jetzt auch nicht noch ihr auf die Nerven, mein Gott. Sehr gut, so, Spinne. Ja, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Keine Ahnung, woran das liegt. Kann sein, dass ich einfach nur zu inkompetent dafür bin. Aber ich werde auf jeden Fall mal offscreen so ein bisschen testen, wie denn die Spellkarte jetzt genau funktioniert, beziehungsweise was dieser Star bedeutet, also diese Miracle Stars. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, war's das erstmal von meiner Seite. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich und ja, dann... sehen wir uns. Bis denn.